Weil, ganz einfach, wenn man sich die anderen Zahlen anschaut, was wir so Gewinn und Verlust machen, das jetzt übrigens pro Jahr zu sehen, das hier rüben pro Tag. Ja, aber wie wir sehen, dieser kleine Strich bei den Tochterunternehmen, jetzt der etwas größere Strich bei den Tochterunternehmen, ja minus und der noch größere, ja. Ich brauche es gar nicht sagen, ihr seht es eh. Die Tochterunternehmen allein machen das Zehnfache an Minus pro Tag, was der Zug bringt. Also im Moment schaut es noch nicht wirklich gut aus. Gut, das Passagiere transportieren habt ihr jetzt ungefähr gesehen. Wie schaut es mit den Waren aus? Ja, es gibt in diesem Spiel, man glaubt es kaum, ganz genau einen Warentyp. Das sind diese lustigen weißen Blöcke hier, die man übrigens nicht beliebig wieder zusammensetzen kann. Naja, eigentlich schon. Also funktioniert nicht ganz wie in Minecraft. Aber aus diesen Blöcken werden im Prinzip wirklich dann alle Gebäude gebaut. Das heißt, ja, die Stadt, das Land, das Dorf, der Computer, wer auch immer zuständig ist, baut aus diesen Klötzchen die Häuser. Wir transportieren Passagiere hin und her, das regt das Wachstum an rund um den Bahnhof und es werden Häuser gebaut eben aus diesen Klötzchen. Hier zum Beispiel sehen wir den Zug, wie er gerade 2, 4, 6, 8 Stück anliefert. Die wird er hier ausladen und die landen dann auf dem nächstgelegenen Lagerfeld. Und sobald genug zusammen sind, um ein Haus zu bauen, wird es gebaut. Und je nachdem, wie sich die Gegend entwickelt, wie viele Passagiere und transportiert werden und wann sie transportiert werden, werden eben auch andere Gebäude gebaut. Und wir können es uns ja mal anschauen. Man kann auch selber alle Gebäude bauen, die es im Spiel gibt. Zum Beispiel ein kleines Haus, kostet gerade mal eine stolze Million und verwendet Materialien 2. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein Haus baue, oder sagen wir mal, wir bauen ein Bürogebäude, weil wir wollen ja hier, dass eine Bürogegend entsteht, eine Arbeitsgegend. Das Bürogebäude Nummer 12 kostet 7 Millionen und braucht 17 Materialien. Das heißt, wir können es jetzt im Moment eh nicht bauen, nicht aus Kostengründen, sondern weil eben nicht genug Materialien in der Gegend sind. Ja, und da kommen wir zu einem kleinen Problem schon, was wir haben, nämlich, ja, der Computer nimmt uns im Prinzip alle Waren weg und das lässt sich auch nicht wirklich verhindern. Das Einzige, wie sich es eventuell verhindern lässt, ist im Prinzip so viel Waren anzuliefern, dass der Computer nicht mehr nachkommt mit Bauen und man dann selber was zur Verfügung hat. So, und hier in dieser Stadt, in diesem Dorf, geht im Prinzip nichts weiter mit Bauen, obwohl hier genug Klötzchen rumliegen würden. Warum ist das so? Ganz einfach, naja, was ist ganz einfach? So einfach ist es nicht. Im Prinzip, naja, es gehört zum Spiel dazu. Wenn man was bauen will, man kann die Klötzchen eben nur von Lagerplätzen nehmen, sprich von hier. Das heißt, man muss auch jetzt wirklich dafür sorgen, dass hier die Waren landen. Ließe sich auf verschiedene Methoden erreichen, durch kompliziertes Hin- und Hertransportieren, aber im Prinzip ist mir das meistens etwas zu aufwendig. Darum die Fabriken, so wie sie in der Regel hier vorgeschlagen sind, mit denen mache ich meistens das. Ich gehe in den Entfernungsmodus und reiße ab. Und setze somit, ja, keine Ahnung, wie viele Millionen in den Sand, weil ich muss sie wieder neu bauen, aber egal. Ich finde es einfach woanders etwas praktischer. So, im Prinzip, ja, jetzt sind gerade keine Waren im Spiel, die hin und her transportiert werden. Also sollten wir dafür sorgen, dass das Problem behoben wird. Und das machen wir so. Oder auch nicht. Das Gleise verlegen ist manchmal etwas eigenwillig, wenn es denn nicht funktioniert. Die erste Regel, einfach wieder alles abreißen und von vorne beginnen. Ja, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Weichen, ja, wohl habe ich gesagt, ich habe vorher schon Weichen verlegt, fällt mir gerade ein, brauche ich es nicht nochmal sagen. Was ich nicht gesagt habe, glaube ich, ist, dass man Weichen auch stellen kann, und zwar für jeden Zug einzeln, was das Spiel oder was dem Spiel dann eine gewisse Komplexität gibt, die ich auch mag. Das heißt, man kann die Züge sehr individuell über die ganzen Gleise lenken und somit auch mehrere Züge über dasselbe Gleis fahren lassen, wenn man genug Weichen hat und das halbwegs gut timet. In diesem Falle wollen wir nicht abbiegen lassen, weil ich verlege mal die Gleise fertig, wie ich es vorgehabt habe, nämlich na,
Hierher, schauen wir, ob wir hier ein. Nein, hier geht es auch nicht, wie üblich. Ja, genau. Das ist im Prinzip das Problem von Kurven. Wenn man Kurven hat und Kurven umbauen will, das haut einfach nicht hin mit geraden Stücken, wie man sieht, geht es. Also ist man doch dann ganz gern auch beim Abreißen in dem Spiel. So, und auch solche Sachen, sage ich, hier eine saubere Kurve hinzubekommen. Wenn man jetzt sagt, man will die Kurve aber nur bis daher haben, geht im Prinzip nicht, muss man dann länger bauen, dieses Stück wieder abreißen, ja. Aber ich habe euch vorgewarnt, das Spiel hat seine Schwächen und wenn man nicht damit leben kann, ja, sollte man was anderes spielen. In diesem Fall ist aber egal, weil ein bisschen Platz will ich vor dem Bahnhof immer lassen, habe ich vorher schon gesagt. Und was wir jetzt hier machen werden, ist ein Frachtzentrum. Und ein Frachtzentrum hat den Unterschied zu den normalen Dorf- und Hochbahnhöfen, dass sie nur Güterzüge halten können. Das heißt, hier ums Frachtzentrum gibt es auch kein Stadtwachstum. So, würde sagen, ein kurzes zweigleisiges genügt. Und wie angekündigt, braucht es jetzt auch wieder die Materialfabriken. Das waren zwei mittelgroße. Die anderen Gebäude, wie gesagt, zeige ich dann etwas später noch gerne her. Kostet stolze 27 Millionen. Dann wissen wir ungefähr, wie viel ich vorher verschwendet habe. Ich würde sagen, ich baue jetzt mal nur eine und schauen wir mal, ob das für den Moment genügt, um alles so zu bedienen, wie es sein soll. Ja, und jetzt ist im Prinzip der Punkt gekommen, wo man sich entscheiden muss, will man jetzt etwas mehr investieren, sprich noch einen zweiten Güterzug bauen, mehr Waren transportieren und das Wachstum vorantreiben, oder will man etwas Geld sparen und das Ganze mit einem erledigen? Ich würde sagen, das müssen wir uns noch anschauen, was besser läuft, oder spontan umentscheiden, auch möglich. Jetzt für den Moment mache ich es mal mit einem Zug, das ich auch gezeigt habe, was die beste Methode ist, um mit einem Zug, mit einem Güterzug zwei Strecken zu bedienen. Die zumindest meiner Meinung nach beste Methode. So, lassen wir mal fahren. Wo ist er denn? Hier. Das heißt, den Fahrplan können wir schon mal so einstellen. Sprich, Bahnhof anklicken, Zug 40 wählen. Dass er bei diesem Bahnhof auf jeden Fall nur entlädt. Und bei diesem Bahnhof auch nur entlädt. Jeweils auch schon umkehrt. Und bei diesem Bahnhof soll er nur verladen. Gut. Ja, so wie es im Moment eingestellt ist, würde er jetzt einfach hin und her pendeln zwischen diesem Güterbahnhof und diesem Dorf. Damit er auch die Strecke wechselt, habe ich eben diese X-Kreuzung hier gebaut. Und im Prinzip ganz einfacher Trick. Diese und diese Weiche umstellen. Was passiert? Ich zeige es mal im Schnelldurchlauf. Genau, er fährt im Prinzip abwechselnd einmal hierhin, einmal hierhin. Gut, und vom Timing her passt im Prinzip auch mehr oder weniger. Also immer, wenn die Fabrik was produziert, kommt das auch gleich abholen. Schaut nicht schlecht aus. So, was war noch geplant? Die Freizeiteinrichtungen. Ja, die sind auch noch etwas sinnlos hier. Ja, manchmal überlege ich mir, soll ich einfach alles abreißen und woanders hinbauen, aber wir wollen ja auch ein bisschen realistisch spielen und wer würde schon ein, naja, ich glaube, mir würde schon jemand einfallen, der ein Unternehmen kauft, um es dann zu ruinieren oder abzureißen, im übertragenen Sinne. Wir machen das mal nicht, wir probieren das zu sanieren. Mal kurz auf Pause schalten. Gut, das heißt, eine Anbindung nach da oben. Im Prinzip ganz einfach die Strecke hier verlängern und über die Häuser kann man im Prinzip drüber bauen. Wie man hier herüben sieht, es entstehen einfach zusätzliche Kosten für die, wie es hier heißt, Landschaftsgestaltung. Wie ich finde, ein sehr netter Begriff dafür, die halbe Gegend zu planieren, ist Landschaftsgestaltung. Also die Landschaftsgestaltung kostet uns hier doch ein gutes Stück, aber ich würde sagen, besser jetzt wie später. Denn sobald hier Hochhäuser und ähnliches stehen, ist die Landschaftsgestaltung um einiges teurer. So, ich hoffe, ja, die Leute, die hier gewohnt haben, finden ein neues Zuhause. Mich würde es ehrlich gesagt nicht freuen.
wenn ich zwangsenteignet werde, aber wir haben ja hier immerhin ein Spiel da. Machen wir uns über sowas keine Gedanken. Gut, bevor ich was mache, ohne es zu erklären, es gibt beim Gleisverlegen auch wieder extrem viele Optionen. Das ebene Gleis und das schräge Gleis. Das ebene Gleis, denke ich, erklärt sich von selbst und das schräge Gleis ja nicht ganz, weil eigentlich sollte es, ich weiß nicht, schräges Gleis ist vielleicht nicht der richtige Begriff, vielleicht mehr Rampe oder ähnliches heißen. Das schräge Gleis dient einfach dazu, um ja, die Höhe zu wechseln. Und wie man hier an diesen Regler sieht, man kann nämlich das ebene Gleis auch in verschiedenen Höhen verlegen. Und um eben, wie gesagt, die Höhe zu wechseln, braucht man das schräge Gleis. So, weiter geht es dann mit dem ebenen Gleis um 1 erhöht. Und fröhlich weitergebaut bis hierher. Kostet schlappe 22,5 Millionen. Das heißt, man sieht, dass Brücken auch nicht gerade geschenkt sind. Und ich habe noch gar nicht auf den Kontostand geschaut. Ja, gute 110 Millionen sind wir schon los. Mal schauen, ob wir überhaupt irgendwann noch Gewinn machen oder pleite gehen. Ist mir übrigens auch schon oft passiert, speziell am Anfang, wo ich das Spiel gespielt habe. Wie wild drauf losgebaut, alles Mögliche gemacht, um dann im Prinzip nach 1 oder 2 Jahren sofort pleite zu gehen, speziell dann, wenn die Steuern kommen. Das ist nämlich auch eine Besonderheit bei dem Spiel. Man muss, darf, kann, soll Steuern zahlen. Zeige ich dann auch noch gern. So, fehlt nur noch ein Bahnhof und wenn wir schon beim Geld rausschmeißen sind, gibt es gleich einen langen Doppelbahnhof. Na, mal schauen. 53 Millionen. Ein kurzer 35 Millionen. Puh, ja. Ich denke, ein kurzer muss dabei genügen. Ich verlege die Gleise gleich etwas weiter aus dem einfachen Grund, damit ich mir dann später die Kosten spare, wenn hier Häuser entstehen, um das Ganze wieder zu gestalten. Und alles, was es jetzt im Moment braucht, ist einen zweiten Zug. Da würde ich sagen, die Nummer 2, einen Zug kaufen. Wobei wir wieder jetzt hier wären bei der Auswahl, die ich vorher angesprochen habe. Und hier zeige ich jetzt gleich, auf was man noch aufpassen muss. Neben der Kapazität, nämlich auch auf die Fahrtgeschwindigkeit. Und der AR4, das ist der Zug, den wir im Moment einsetzen, hat eine Geschwindigkeit von 100. Ich denke mal, es sollen kmh sein. Ich weiß nicht genau, ich schätze mal kmh. Und das muss im Prinzip zusammenpassen. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel zwei Züge über das gleiche Gleis fahren lassen will, muss man eben auf die Geschwindigkeiten aufpassen. Sie können schon unterschiedliche Geschwindigkeiten haben, aber dann müssen sie auch unterschiedliche Abfahrtszeiten haben, wie auch immer. Und teilweise auf Kurzstrecken, zum Beispiel jetzt hier von diesem Bahnhof zu diesem Bahnhof, ist die Frage, braucht es überhaupt einen Zug, der 100 fährt, wenn vielleicht ein anderer, der dieselbe Kapazität hat, billiger kommt. Mal schauen. Das heißt mal umsortieren. Die Sortierungsmöglichkeiten auch vielzählig. Ganze 3 Stück. Platzierung finde ich übrigens nett. Mit Platzierung ist gemeint. Ja, was ist mit Platzierung eigentlich gemeint? Eine gute Frage. Dachte, das bezieht sich auf die Kapazität, aber tut's scheinbar nicht. Naja, werden wir schon noch drauf kommen. Hab das Spiel jetzt doch eine Zeit lang nicht mehr gespielt, kann mich an ein paar Sachen ehrlich gesagt nicht mehr erinnern. Und ja, zum Thema Handbuch, also ja, da will ich jetzt nichts Falsches sagen, aber Handbuch, Online-Hilfen, auch Forum etc. grauenhaft aus dem ganz einfachen Grund, das Spiel ist, falls es jemand noch nicht weiß, eigentlich ursprünglich ein japanisches Spiel und ich denke, dort ist die Community riesig, aber zu uns nach Europa hat es einfach zwar, wie man sieht, in einer übersetzten Version geschafft, aber trotzdem in einer reduzierten Version. Und wie gesagt, es gibt im Prinzip überhaupt keine Community, weil ich weiß nicht, das Spiel anscheinend außer mir fast niemandem gefällt. Oder zumindest kennt es keiner. Und jetzt, wo ihr mein Let's Play schaut, kennt es dann plötzlich jeder und spielt auch jeder. Und ja, mal schauen.